Hallo und herzlich willkommen zur Morgenminute. Mein Name ist Monika und heute möchte ich dir ein Buch vorstellen, welches ich überhaupt gar nicht auf dem Schirm hatte oder besser gesagt, was ich eigentlich nicht lesen wollte vom Klappentext her. Ich rede hier von Tiffany D. Jackson, Monday, wo bist du? Der Vorgänger von Tiffany D. Jackson, Der bittere Trost der Lüge, hatte mich ja damals total weggeflasht. Und als ich dann den Klappentext von Monday, wo bist du gelesen habe, hatte ich mir gedacht, hier geht es eigentlich nur um einen vermissten Fall eines Kindes, eines schwarzen Kindes. Und in Amerika ist es bewiesen, dass nach schwarzen Kindern nicht so sehr gesucht wird wie nach weißen. Und da habe ich gedacht, oh nee, das ist nichts für dich, das willst du gar nicht lesen. Aber wir haben uns zusammengetan und wir hatten dieses Buch gemeinsam gelesen. Und was soll ich sagen? Tiffany D. Jackson hat einen Schreibstil, der so extrem emotional dich immer wieder mitnimmt. Und so war es hier auch. Wir haben hier Monday, die vermisst wird von Claudia. Claudia ist die Freundin von Monday. Und Claudia ist total irritiert, weil keiner interessiert sich dafür, dass dieses Kind verschwunden ist. Die Lehrer tun so, als wäre überhaupt gar nichts. Die Schüler tuscheln mehr oder weniger. Ihre Mutter erzählt ihr überhaupt gar nichts. Und Claudia ist total verzweifelt. Sie weiß schon gar nicht mehr, was sie machen soll. Und dieses Buch wird in verschiedenen Zeitebenen erzählt. Und so nach und nach bekommen wir mit, was da Sache ist. Und ich kann nur sagen, dieses Buch hat mich emotional so dermaßen getroffen, dass ich durch alle Emotionen gegangen bin, die es eigentlich gibt. Also das kann Tiffany D. Jackson unheimlich gut. Dieses Buch ist sehr psychologisch, geht sehr tief in die Psyche hinein. Wenn du sowas magst, ist das eine absolute Leseempfehlung für dich aus dem Fester Verlag. Und keine Angst, es ist kein Fester Extrem, es ist ein richtig tolles Buch. Und ich freue mich auf jeden Fall, mehr von Tiffany D. Jackson lesen zu dürfen. Damit entlasse ich dich heute in den Tag und wünsche dir einen wunderschönen Tag. Bis morgen. Ciao.